Moin und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Metal Gear Solid 5. Und wir machen uns heute fast gleich auf für die nächste Mission. Wir gucken natürlich erstmal wieder, was in unserer Motherbase los ist. Und was mit den Soldaten aus dem letzten Mal passiert ist, da der Computer die oder Ocelot hier die erstmal automatisch zuweist oder Miller, je nachdem. Aber wir haben da natürlich einige Pläne, wobei wir mittlerweile hier ziemlich voll sind. Zumindest im Basenbauteam, das gefällt mir. Könnten wir eigentlich schon mal gucken, ob wir eventuell schon eine neue Basis bauen könnten, aber noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Also die kostet ein bisschen, kostet die mehr. Die kosten alle 1000, da haben wir aber im Moment noch längst nicht genug. Biologisch, jetzt haben wir 5. Wir müssen echt mal ein bisschen mehr Material einsammeln, das ist ja unglaublich. Dann, schauen wir einfach mal, was wir für neue Waffen entwickeln könnten. Im Moment auch nicht viel Tolles. Mal sehen, was brauchen wir für den nächsten Rang der Betäubungspistole. Oh, das dauert noch ein bisschen, bis wir Level 20 sind mit dem Entwicklungsteam. Das ist jetzt nicht so toll, aber wir können mal gucken, ob wir nicht ein Sturmgewehr haben. Dass man eventuell nochmals eine Betäubungssturmgewehr umbauen kann. Das ist unser aktuelles, das wir jetzt haben. Da gab es noch irgendwo die Möglichkeit auch. Ah, ich glaube, dass das Sturmgewehr hier, das könnten wir eventuell nachher zum Betäubungssturmgewehr umbauen. Das sieht eventuell so aus. Wobei, nein, hier sehen wir direkt schon ein Betäubungssturmgewehr. Ach doch, ja, doch, können wir da umbauen. Das heißt, wir müssen erstmal das hier entwickeln. Und nachdem wir das hier entwickelt haben, das brauchen wir jetzt allerdings nicht direkt. Nee, danke. Können wir jetzt mal gucken, was wir hierfür brauchen. Da müssen wir Level 13 sein mit unserem Entwicklungsteam. Okay. Mal sehen, im Moment sind wir auf Level 4. Das werden wir jetzt natürlich nicht schaffen. Selbst wenn wir hier unsere besten Entwickler rausnehmen. Wir können es einfach mal gucken. Na gut, 13 ist jetzt ein bisschen zu viel. Nehmen wir die ganzen E-Ränge mal kurz raus. Zack. Also es geht jetzt natürlich nur um die E-Ränge in der Entwicklungsabteilung. Also, das kann man jetzt schlecht sein. So, und jetzt wo wir die ausgewählt haben, wir sehen 16 Stück. Und die Basisentwicklung sollte passen. Damit sind wir Level 9. Sind wir kurz davor, aber ehrlich gesagt, dann können wir die erstmal. Okay, wir könnten jetzt Beweglichkeit plus 1 bauen, das bringt uns aber auch nicht so viel, denke ich mal. Ne, dann lassen wir die einfach erstmal hier in der Basisabteilung. Aber die DRE-Ränge brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So, mal sehen. Haben wir jetzt ausgewählt 12, das waren weniger als eben. Muss ich hier mal auch noch ein paar, die wir da reinstecken könnten. Einfach damit unsere Basisausbaueinheit im Moment recht groß ist und wir damit erstmal neue Plattform könnten. Oh, das wäre zu viel des Guten. Okay. Ich glaube, so viel können wir mal reinstecken, wenn ich jetzt richtig geguckt habe. Ganz genau. Machen wir hier noch mal ein paar E-Ränge raus. In den Unterstützungsbereich und mal sehen, da haben wir noch D, CC. Select unit. Staff und da passt das auch. So, und dann haben wir hier nochmal unsere ganzen Entwicklungsleute. Mal sehen, wie viele Plätze haben wir hier noch frei? 19. Und hier sind 15 Team. Das heißt, wir können unser gesamtes Entwicklungsteam erstmal hier in den Unterstützungsbereich packen, denn im Moment brauchen wir nichts entwickeln. Das können wir uns rechtzeitig noch da umlegen. Aber wir können halt die Vorteile eines schnelleren Unterstützungsteams und eines besseren Basenbauteams benutzen. Und das ist halt im Moment erstmal wichtiger. So, und nachdem wir diesen ganzen Verwaltungskram hier gemacht haben, noch einiges anderes anzugucken, können wir uns auch endlich in die nächste Mission stürzen. Und zwar, wo die Bienen schlafen. Und zwar sollen wir die Honeybee anziehen, ein sowjetischer Raketen... Nee, ein, US-militärischer Raketenwerfer, und zwar ein ziemlich krasser. Ich überlege gerade. Ja, wir machen das einfach. So, mal sehen, wir müssen hier einfach aussteigen. Es gibt mal eine Helikopterposition, da haben wir diesmal nicht die Qual der Wahl. Und dann fangen wir einfach mal an. Ich will sicherheitshalber nochmal Granaten mitnehmen, weil wenn wir dann nachher einen Alarm auslösen, ich will zwar eigentlich immer nicht tödlich sein, möglichst, aber dass das so krass wie in der letzten Folge schaffe, alle im Nahkampf und noch einigermaßen nicht tödlich auszuschalten, das glaube ich nicht. Und dementsprechend gucken wir einfach mal, was wir sonst noch so kriegen können. So, mal sehen, unser Sturmgewehr. Ja, das hier hat ein bisschen mehr Schaden, ne? Na egal, das lassen wir einfach erstmal dabei.
Und ansonsten geht es uns auch gut und dann machen wir es auf den Weg. Auch immer ganz nice, die ganzen Tipps, die man hier im Hintergrund hat, wie jetzt gerade mit der Wachablösung. Also es ist, also man kann einfach so viele Faktoren hier im Spiel bedenken oder auch nicht, je nachdem. Manche Sachen streichen nicht an, sondern im Hinterkopf, aber das ist krass. Okay, wir sollten uns das Bild auf jeden Fall gut einprägen und dann mal gucken, wo unser Zielgebiet ist. Okay, wo ist das denn? Meine Güte, das ist aber ein weiter Weg dahin. So. Ich markiere mir erstmal die wichtigsten Außenposten, damit wir gleich rechtzeitig anhalten können und nicht gleich einen Gegner reinlanden. Das wäre natürlich ein bisschen unpraktisch. Und dann geht's einfach los. Als dass sie uns nicht sehen. Wachturm ist keiner, okay. Faulips Pack. Das sind gar nicht viele. Aber die können wir alle mitnehmen, denn im Moment brauchen wir einfach Personal. Krass, Alter. Das war ein ganz schön hoher Sprung für ein Pferd, muss ich sagen. Wobei ich weiß nicht, ob Pferde das nicht vielleicht sogar besser können als wir Menschen. Der ist außer Sichtweite, das heißt, wir können erstmal schön hier ranspringen. Hat er uns natürlich schon entdeckt. Los, das war's, das Spiel für dich, mein Freund. Oh, fuck. Okay, alles easy. Oh, guck mal, Lungenanzieher. Kann man nochmal gebrauchen. Golden Crescent. It's a type of medicinal plant. We can use that to make tranquilizer rounds more potent. Zack. Und achso, du stehst oben auf deinem Wachturm jetzt. Jetzt, wo ich dir angesagt habe, dass du es tun sollst, tust du es natürlich. Finde ich nett von dir. Aber du kannst trotzdem schlafen gehen. Und damit haben wir den nächsten Wachturm eingeholt. Da können wir uns ganz gemütlich um die Leuchte erstmal kümmern. Zack. Und schön alle erstmal befragen, bevor wir sie mitnehmen. Einfach um noch ein bisschen mehr Heroismus zu bekommen. Kennt das Spielchen ja schon. Man muss sagen, bis jetzt ist es eigentlich immer noch relativ gemütlich, aber es ist halt einfach, also ich muss sagen, für mich, das ist absolut mein absolutes Traumgame, denn, ja, ich liebe es einfach zu schleichen im Videospielen, schon in Halo habe ich es immer getan und die Leute aus dem Internet angefallen. Batman-Spiele waren natürlich mega geil, aber das Stealth-Gameplay, was man hier hat, ist einfach unbeschreiblich super, weil man so viele Möglichkeiten hatte, hier umzugehen. Achso, den haben wir jetzt einfach gefunden, egal. Und, ja, es ist wunderbar. Es macht Spaß. So, und oh, was? Wie weit ist denn der nächste? Ach, 500 Meter? Ne, das wäre ja aber 500 Meter Luftlinie, muss man bedenken. Das ist natürlich ein kleiner, aber feiner Unterschied. Aber das sieht nicht so aus, als ob wir da durch die Felswand durch könnten, oder? Doch, hier ist ein kleiner Weg. Sehr schön. Ach so, das ist sogar der weiter entfernte Punkt von 700 Meter, der jetzt... Ah, da war eine riesige Felswand zwischen uns. Zu Punkt B können wir jetzt als letztes. Ja, ich sollte mir echt mal die Buchstaben merken, wenn ich die platziere.
Das ist doch mittlerweile schon fast angekommen, oder? Das ist so eine befestigte Straße. Das finde ich immer sehr verdächtig. Na gut. Moment, scheint es hier ja recht ruhig zu sein. Wow, 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 wow. Da vorne geht irgendwas ab, oder? Ah, nee, aber da ist ein Außenposten. Okay, und Miller suggestiert gerade, dass wir dort eventuell ein bisschen Intel-Files finden, also ein bisschen ein paar Dokumente, die jetzt eventuell erzählen könnten, wo genau die Honeybee liegt. Und ich schaue jetzt mal mich kurz um hier, ob wir eventuell nicht hochklettern können. Ach, wir können den jungen Enzian noch mitnehmen. Kann man einfach immer gebrauchen. Zack. Das sieht allgemein sehr schlecht aus. Gut, dann laufen wir einfach zum Fuß hier erstmal die Brücke entlang. Oh, da vorne ist auch noch ein Außenposten, den hätte ich ja gar nicht gesehen gerade eben. Und da sind noch mal Soldaten. Das ist noch besser. Sind es die einzigen beiden? Okay. Ja, cool. So, wenn du da wegläufst, dann... Oh. Laufe ich einfach mal schnell hier ran. Der Typ hatte sich gerade umgedreht, dadurch konnte irgendwie so ganz entspannt rumlaufen. Und jetzt betäuben wir den da vorne erstmal. Ich hoffe. Ah, fuck, ich treffe halbwegs. Geht doch. Und das hat er gar nicht mitbekommen, zumindest nicht rechtzeitig, als dass wir den hier auch schon betäubt hätten. Wunderbar. So, Klappe halten und sag mir, wo die anderen sind. Ah, ich glaube dem irgendwie nicht, dass er nichts weiß, aber ich denke mal, unser Heroismus ist einfach noch nicht hoch genug, als dass er uns die Antworten verrät. Das ist auch noch abhängig davon. Und je nachdem, wie hoch geskillt die Soldaten sind, verraten sie es uns halt oder auch nicht. So, und jetzt haben wir schon mal... Oh, da vorne ist eine große Brücke. Oh, shit. Ja gut, das heißt, wir müssen ihn holen und das sieht so aus, als ob sie den gleich wegtransportieren sollen. Das heißt, wir müssen uns beiden... Oh fuck, zum Glück sind wir da noch nie in den Sniper reingelaufen. Ansonsten sieht es hier ruhig aus. Okay, dann holen wir den Sniper schnell weg. Ah fuck, genau in dem Moment muss er sich bewegen, der Wichser. So, dann haben wir den schon weg. Oh, 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 das war aber ganz knapp. Zum Glück hat er gerade in die falsche Richtung geguckt. So, gute Nacht, mein Freund der Sonne und des Lichts. Aber wir müssen uns ein wenig beeilen. Ich hoffe, wir haben noch ein bisschen Zeit für den. Nicht, dass die jetzt gleich den Gefangenen hier wegtransportieren und wir dem hinterherhechen müssen. Also ich meine, er wird uns zwar nur ein bisschen Informationen geben, zum Not müssen wir es selbst finden, aber es wäre natürlich praktisch, wenn er uns die Informationen geben würde. Da wir dadurch nicht groß suchen müssen und dann befrage ich den jetzt gar nicht hier. Ich überlege gerade, Leute, wir riskieren es einfach jetzt, dass wir gleich mal mit dem Schild über die Brücke gehen. Zack, und hauen dann Nachschub hin. Und ich brauche einen neuen Schalldämpfer unbedingt. So, nehmen wir auch mit. Und jetzt laufen wir mitten über die offene Brücke. Ich laufe mal ein bisschen links hier an der Seite lang. Ein Schuss haben wir noch mit Schalldämpfer. Okay, das war's. So your suppressor is worn out. That gun will be as loud as any other now. If you have to shoot, be careful. Ich weiß. Und ich weiß auch, wie bescheuert das von mir war, jetzt gerade die Brücke runter zu gehen. Wo ist mein Nachschub? Achso, wir haben den Nachschub bekommen. Oh, verdammt, und der Gefangene ist weg. Jetzt waren wir doch nicht schnell genug. Ah, so eine Scheiße. So, der schläft schon. Der auch. Und da, wenn wir uns beeilen, können wir eventuell den Gefangenen noch holen. Vielleicht schon mal die Haus her. Zack, zack, hopp, falsche Richtung.
Den noch holen, ja, Miller, ich werde den rausfahren, ich brauche das Personal. Und dann ab auf die Horse. Und los geht's. So, ich hoffe, wir können den noch rechtzeitig einholen. Oh, Scheiße. Da hat uns natürlich gleich einer gesehen. Den habe ich jetzt gar nicht mehr im Peil. So, aber wir sind mittlerweile aus dem Suchgebiet rausgekommen. Das haben wir gerade auch mit einem kleinen Ton gehört, hier diesen Bipping. Das ist natürlich sehr praktisch ist. Das heißt, jetzt suchen keine Soldaten mehr nach uns. Das ist erstmal alles ruhig. Und der Alarm hat sich aufgelöst, eigentlich dadurch, dass wir weit genug weg waren. Oh, fuck, Alter. Will ich auch hier durchhetzen, heftig. Komm schon. Reite, du verdammtes Pferd. Reite, reite, reite. Lauf. Was auch immer. So, ich hoffe, wir rennen jetzt nicht direkt hier in ein paar Soldaten rein, aber das sieht so aus. Oh, fuck. Toll, die halten uns natürlich jetzt voll auf. Sind sogar noch mal Brücken zu uns, habe ich gar nicht gesehen. Aber die aus, komm her. Ah, verdammt. Aber den Alarm haben wir auch schon ausgeschaltet. Die beiden Soldaten auch schnell. Boah, aber die haben sich natürlich noch beim Hauptquartier gemeldet. Und das Fahrzeug ist wieder super weit weg. So langsam ein wenig knapp, das Auto hier einzuholen. Ah, verdammt, warum steige ich dann ab? Bin ich bescheuert? Sag doch gerade schon, dass wir keine Zeit mehr haben. Oh nein, und hier ist noch ein Außenposten, aber hier werde ich jetzt einfach durchreiten. Wir müssen das Auto einfach einholen, verdammt nochmal. Oh, verdammt, und jetzt sind wir natürlich direkt in die Basis hier reingeritten. Das ist sehr dumm von mir. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Nein, da sind wir natürlich tot. Das war ja einfach nur dämlich von mir. Ja, Leute, und ich glaube, das ist jetzt auch das erste Mal, dass wir gestorben sind hier. War einfach nur dämlich. Ich habe es noch gesagt, ich will nicht direkt in die Basis reinreiten, ja, und natürlich, ja, genau in das Zielgebiet, wo alle Soldaten sind. Und, ja, gut, der sieht uns jetzt auch sofort. Danke. So, den Gefangenen können wir auf jeden Fall jetzt vergessen, erstmal, zumindest hier. Und den hier rausgefunden auch. Hier sind komische Decken über uns, Felswände. Oh, verdammt, das ist natürlich ärgerlich jetzt. Na, egal. Ich glaube, das ist das erste Mal jetzt gerade, dass wir gestorben sind. Ich weiß es jetzt nicht so, aber ja. Nein, einfach. War aber einfach nur dämlich von mir. So, ich will gucken, ob hier vorne noch wer ist. Nicht, dass es wieder. So, Hako überhastet die Reinstürze. Zack. Ich hole jetzt einfach alles raus, was man hier irgendwie finden kann. Wie immer. Ja, mal gucken. Oh nein, er geht gerade auf seinen Wachposten. Das heißt, wir sollten vielleicht ein kleines. Und da habe ich direkt einen Feind hier angebrüllt. Oh, Scheiße. Okay, der ist unmächtig. Wunderbar. Da habe ich Treibstoff. Und dann hau ich erstmal ab. Haut rein, Leute, ich verpiss mich. Oh, ich kann ja auch nirgendwo außen rum. Wir werden demnächst nachkommen. Obwohl, hier kann ich außen rum.
da müssen wir einfach erstmal ein bisschen warten. Das war ja ein bisschen sehr limitiert von mir. Ich hoffe, oh Scheiße, die schießen ganz schön mit Mörser hier auf mich. Was? Oh nein, und die haben Kampfheli hier gerufen. Das darf doch nicht echt euer Ernst sein. Fuck. So, da vorne liegt der Gefangene. Das ist aber auch schon wer. Oh, Scheiße. Da vorne sind so viele Leute. Ich guck noch mal das Zielfoto an, damit wir jetzt genau wissen, wo es hingeht. Wo ist denn hier so fester Beton? Das ist ja fester Boden, richtig. Und alles. Ist das da vorne nicht die Kiste? Das ist die Kiste, oder? Das ist die Kiste. Die Soldaten bewachen die da ja so hartnäckig. Okay. Wie auffällig. Wir könnten noch mal gucken, ob wir den Gefangenen oben drei mit rausholen können. Das Radar zu zerstören ist jetzt ein bisschen... Oh, das ist keine schlechte Idee, das Radar zu zerstören. So, ich weiß nicht, ob alle Soldaten wirklich da hinten sind. Oh fuck, und die wollen das Gebiet absichern. So, dann können wir nämlich das Ding hier in die Luft jagen und das Ganze als Ablenkungsmanöver hoffentlich verwenden. Oh, Mann, ob das nochmal gut läuft, weil ich will natürlich jetzt immer noch so wenig wie möglich hier töten. Das ist einfach unsinnig. Oh! Sehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Leute. Das schaffe ich nicht. Und vor allem ist da vorne noch der Kampfheli. Ich weiß nicht, wo der ist. Der ist scheinbar ziemlich weit weg hier. Und ich schicke nur einen einzigen Note zum Nachgucken. Willst du mich verarschen? Und da hinten kommen noch zwei weitere, die ich gar nicht markiert habe. Okay, die gucken auch mal nach. So, mal sehen, wo ist der Kampfheli gerade? Da hinten irgendwo weg. Ist ja markiert zum Glück. Ja, da musst du eine Granate reinschmeißen. Ich dachte, hier lag doch eben noch die Kiste. Oh, Scheiße. Fuck, bin ich am Arsch. So, kurz hier ein bisschen in Deckung gehen. Verdammt viele. Und der Kampfheli wird hier gleich auch noch auftauchen. Das wird ziemlich hässlich, Leute. Und wir sind schon tot. Hey, quit kidding around. Snake? Snake! Das war's leider auch schon wieder für heute mit Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Wenn es euch gefallen hat, dann liked das Video und abonniert den Kanal. Und wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, dann guckt euch doch noch eins meiner anderen Videos an. In dem Sinne einfach nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.